Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Matthias Wagner und ich begrüße Sie ganz herzlich zum FRM Regionalmagazin. Natürlich wird es auch 2024 jede Woche ein Regionalmagazin geben und auch unsere Klassiker bleiben natürlich im Programm. Im Herbst das Vereinsquiz, im Frühling Wo bin ich und nächste Woche geht es schon los mit unserem Wintergrillen und der Karnevalsverein Possendorf, der amtierende Wintergrillmeister, der ist schon ganz heiß darauf, dann den Titel zu verteidigen. Zuvor aber gehen wir ins Freitaler Rathaus nach Potschappel. Dort waren die Sternsinger zu Gast und wir waren dabei. Wir, das sind die Sternsinger der katholischen Gemeinde St. Joachim aus Freital, sind in diesen Tagen unterwegs und wollen den Segen an ihr Haus bringen. Und zwar den Segen, Christus segne dieses Haus. In dieser Aktion geht es auch um die weltweit größte Aktion Kinder für Kinder, Sammelaktion für Kinder in Not. Die Büroleiterin des Oberbürgermeisters, Katrin Reiß, bedankte sich herzlich bei den Sternsingern für die dargebotenen Lieder und den Besuch im Rathaus sowie das Engagement für hilfsbedürftige Kinder. Sie überreichte im Namen der großen Kreisstadt eine Spende für die Aktion. Wir bringen den Segen an ihr Haus und wollen dies tun mit der Jahreszahl 2024 sowie mit dem CMB, das ist Latein und heißt Christus Mansionem Benedificat, das heißt zu Deutsch Christus segne dieses Haus. Mittlerweile pfeifen es ja die Spatzen von den Dächern, das BC in Freital-Heinsberg ist fast fertig. Zwei große Feten gab es schon, zum einen den 11.11., den Faschingsauftakt und die Silvesterparty am 31.12. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, wie geht's weiter, wann ist das BC endgültig fertig und dazu schalte ich jetzt direkt zu Jörg Schneider nach Freital ins BC. Liebe Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich in dem Ballsaal in Kosmansdorf. Wir befinden uns hier für alle Neugierigen der letzten drei Jahre, der letzten drei Jahre im großen Saal der Ballsäle Kosmansdorf. Wir freuen uns, dass wir die ersten Veranstaltungen durchführen konnten. Alle ausverkauft, also der Fasching am 11.11. und jetzt auch die Silvesterfeier mit ca. 350 Personen, das ganze Haus ausverkauft. Hier der große Saal, die Grasmücke, der Braukeller im Untergeschoss und natürlich das Restaurant. Es waren beides gelungene Veranstaltungen für uns und ich glaube auch eine große Werbung für die Ballsäle und für die Entscheidung, die die Stadt Freital und die Stadträte vor drei oder vier Jahren getroffen haben, die Ballsäle zu erhalten und so für einen Veranstaltungsbereich auszubauen. Jetzt befinden wir uns in der Grasmücke, genannt der kleine Saal, also Grasmücke, und hier im Normalfall für Familienfeier vorbereitet und für Buffet-Aufstellung und so weiter. Generell sind wir im Endspurt mit dem Haus. Wir gehen davon aus, dass wir Ende März, Mitte April alles fertig haben. Also auch den Biergarten im Außenbereich mit vier großen 7x7 Meter Schirmen, einer kleinen Veranstaltungsfläche und auch alle anderen Einrichtungen hier im Haus dann fertiggestellt sind. Und das würden wir natürlich gerne mit einer
zünftigen Feier dann auch alle Interessierten hier im Haus begrüßen. Jetzt befinden wir uns im zukünftigen Restaurantbereich mit ca. 50 Sitzplätzen und einem kleinen, dann abtrennbaren Bereich, der noch die Schiebetüren erhält. Und man sieht im Hintergrund schon den Durchgang zum Braukeller, der für ca. 100 Personen geeignet ist und dort auch größere Veranstaltungen stattfinden können. Generell wird das Haus ja nicht nur Veranstaltungsbereich sein, sondern auch ein ganztägiges Buffet anbieten oder ganztägigen Restaurantbereich, sodass wir also hier von Montag bis Sonntag auch zu Mittag essen können und Abendveranstaltungen durchführen. Das Haus wird vermietet. Wir werden eigene Veranstaltungen durchführen, aber es kann sich auch jeder einmieten, der hier Veranstaltungen durchführen wird. Wir haben, wie Sie vielleicht gesehen haben, auf dem großen Saal eine große Videowand, wo ich also alles Mögliche einspielen kann, von Werbeveranstaltungen, Präsentationen bis hin eben zu Schulveranstaltungen ist alles möglich. Generell ist das Haus zurzeit schon buchbar oder ab jetzt, ab 1.1. buchbar. Anruf bitte jetzt noch über die Infonummer vom Freizeitzentrum Heinz. Zukünftig wird die Leiterin des Hauses dann hier im Haus auch sitzen und dann werden wir zum rechten Zeitpunkt auch die Kontaktdaten veröffentlichen. Wir sind auch sehr zufrieden mit den Anfragen, die wir bereits jetzt schon haben. Es wird in den nächsten 14 Tagen werden zwei Firmenveranstaltungen hier im Braukeller stattfinden und die nächste größere öffentliche Veranstaltung ist dann natürlich der Fasching im Februar. Der Kartenverkauf läuft bereits und wir hoffen und wünschen uns das, dass die Veranstaltungen genauso gut angenommen werden, also ausverkauft sind, wie das die Veranstaltung am 11.11. war. Der Faschingsverein wird sich große Mühe geben, auch das Programm so zu gestalten, dass alle gern wiederkommen und alle sagen, es war eine richtige Entscheidung, das den letzten großen Saal in Freital zu erhalten. Ja, liebe Zuschauer, wir stehen hier auf der Straße, auf der Talsperrenstraße zwischen Dipoldiswalde und Paulsdorf, denn es gibt Neuigkeiten, was die Abwasserleitung betrifft, die ja im letzten Jahr schon für Furore gesorgt hat. Neben mir steht Isabel Grönert vom Abwasserbetrieb. Frau Grönert, es geht wieder los. Es wird wieder ein Teilstück der Leitung erneuert. Wann starten Sie denn? So schnell als möglich. Voraussichtlich ab dem 15. Januar wird hier schon gesperrt sein, beziehungsweise teilweise gesperrt sein, weil die Baufirma nächste Woche schon beginnt, die Baustelleneinrichtung einzurichten. Das heißt, was wird passieren? Wird die Straße aufgefräst oder wie geht es vonstatten? Zunächst einmal wird die Asphaltdecke runtergefräst und dann natürlich sogleich mit dem Kanalbau angefangen. Wir müssen hier ziemlich zügig arbeiten und bis zum 15. März eigentlich schon fertig sein. Wir kennen das ja noch vom letzten Jahr, da war es eine Havarie, da mussten Sie schnell handeln, da war alles manchmal auch ein bisschen überstürzt. Jetzt haben Sie ja Zeit gehabt zum Planen. Wird man hier vorbeigehen können, wird ein Fahrradfahrer vorbeigehen können oder ist es hier auch Stopp und wird auch wieder so eine Druckleitung hier liegen? Also eine Druckleitung in der Riemsleitung wird daneben liegen schon, allerdings wird die etwas besser gesichert sein als die letzte. Es wird keine aus Metall sein mit Verschlüssen, sondern es wird eine aus Polyethylen, also Plaste, wie eine Rohrleitung quasi im Haus sein, die verschweißt ist, sodass dort eigentlich nicht viel passieren kann. Inwieweit dort die Fußgänger und Fahrradfahrer vorbei können, ist gerade noch in der Klärung. Das liegt auch wesentlich an der Baufirma, wie die das handeln kann und handeln wird. Grund eigentlich für dieser zeitnahe Ablauf ist die Sperrung der Lämmergrundbrücke. Hier wurde uns vom Landratsamt der späteste Zeitpunkt, quasi der 15.3. genannt. Wir müssen davor bauen, weil wenn in der Zeit, wenn die Lämmergrundbrücke gesperrt ist und dort die Betondecke abgenommen wird und kein Durchkommen für Fahrzeuge mehr ist und hier gleichzeitig eine Havarie passiert, haben wir das Problem, dass die Mühlfelder Bürger quasi eingesperrt sind. Und das wollen wir natürlich größtmöglich vermeiden. Deswegen müssen wir jetzt schnell handeln und davor die Rohrleitungen erneuern, sodass dieses Risiko so minimal wie möglich ist. Das heißt, Dips Anglerparkplatz ist Schluss?
eigentlich davor schon. Ja. Bevor sie die Vorsperre passieren, haben sie auf der rechten Seite einen Parkplatz. Das hieß im Volksmund hier Schauerstal. Mhm. Dort wird wohl die Sperrscheibe schon stehen, damit einfach die Bürger nicht über die Vorsperre schon drüber fahren. Weil wir haben in der Winterzeit natürlich auch ein Thema mit dem Winterdienst. Der wird die Vorsperre auch nicht passieren können, weil er hier keine Wendemöglichkeit hat vor der Sperrung, vor dem Loch in der Straße quasi. Also definitiv zu. Und ja. Wie lange wird es dauern? Gibt es da eine Schätzung? Also bis zum 15.03. haben wir hier die Sperrung auf jeden Fall bis zur Lämmergrundbrücke. Und ab dem 15.03. ist ja dann die Lämmergrundbrücke geschlossen, aufgrund des Baus des Landratsamtes. Und da sind wir hier quasi wieder fertig. Sagen Sie mal kurz, was für ein Abschnitt, also wie eine Länge wird jetzt hier erneuert? Und Sie haben dann vielleicht auch schon eine Planung, geht es dann auch wieder weiter? Oder ist das dann für dieses Jahr erstmal vorbei? Wir haben hier ungefähr eine Länge von 600 Meter bis zur Lämmergrundbrücke. Allerdings ist auch schon in Planung, wie es dann weitergeht. Quasi der Seifendamm liegt ja die gleiche Leitung drin. Dort muss noch was getan werden und auch das Stück danach bis zum Anschluss unserer neuen Leitung, die wir letztes Jahr erneuert hatten. In welchen Zeitabständen das passieren kann, in welchen Zeitfenstern, ist gerade noch in enger Abstimmung mit dem Landratsamt. Okay, also erstmal vielen Dank für diese Informationen. Es geht also ab, sagen wir mal, 15. muss man sich darauf einstellen, dass die Straße gesperrt ist. Und jetzt wollen wir auch gleich nochmal den Bau der der Brücke und des Kreisverkehrs in Palsdorf unter die Lupe nehmen. Und da habe ich mich mit einer Mitarbeiterin des Landratsamtes verabredet. Ihnen vielen Dank. Danke auch. Ja, liebe Zuschauer, und jetzt stehen wir hier an der zweiten größeren Baustelle, die wir gerade besprochen haben. Und neben mir steht Ina Hennig vom Landratsamt, verantwortlich für den Bau der Lämmergrundbrücke bzw. die Sanierung und dann der anschließende Kreisverkehr, der hier entstehen wird. Frau Hennig, was ist denn da zeitmäßig jetzt in der Planung? Wir wollen ab 15. März hoffentlich, wenn die Abwasserleitungserneuerung pünktlich fertiggestellt ist, mit dieser Baumaßnahme beginnen und die wird sich dann bis zum Ende des Jahres hinziehen, bis zum November. Das heißt also, die Sperrung dieser Straße, der Talsperrenstraße, wird fast ein Jahr sein? Der Brückenbereich ist gesperrt und der Kreuzungsbereich soll noch so lange wie möglich aufgehalten werden, mindestens bis nach den Sommerferien. Dann wird aber auch dieser Bereich gesperrt sein. Also Sanierung Lämmergrundbrücke, was bedeutet das? Das bedeutet, dass diese Betonteile, also wir haben hier eine Fahrbahnplatte, die hat Fugenbereiche, die sind total schadhaft. Da müssen wir Meterstücken in der Quere rausschneiden und neu betonieren mit Bewehrung und allem Pipapo. Dann wird über die gesamte Fahrbahnfläche die Abdichtung erneuert. Die Kappen, das sind diese Betonsimse beidseits der Brücke, werden komplett abgebrochen und wieder erneuert. Das Geländer wird erneuert und am Natursteinmauerwerk werden die Fugen wieder hergestellt. Und dann haben die zwei Bögen ja ein Betonunterseite, die schadhaft ist. Mhm. Dort wird ein neuer Spritzbeton angebracht. Und die Fußgängerbrücke, die ja schon nachträglich angebaut wurde, die bleibt aber begehbar? Die bleibt begehbar, genau. Mhm. Das ist das Positive da. So, und dann haben wir noch das Thema, es wird einen Kreisverkehr geben, auch was ganz Neues. Wieso hat man sich für einen Kreisverkehr entschieden? Welche Forschungen sind da vorausgegangen? Da wurden die Varianten untersucht und im Grunde ist das Platzangebot, das sieht man ja jetzt schon so, dass es wunderbar der Platz da ist. Und der Kreisverkehr ist für den Verkehrsfluss immer die optimalste Lösung. Also das ist nachgewiesen und auch kostenmäßig fällt das hier kaum ins Gewicht gegenüber einer herkömmlichen Kreuzung. Ja. Gut, also da haben wir uns erstmal kurz informiert. Wie gesagt, am 15. März wird es, wenn alles gut geht, starten, wenn der Winter auch nicht gar so verrückt wird. Ja. Und dann bis Ende November Bau Lämmergrundbrücke und Errichtung eines neuen Kreisverkehrs. Ja, genau. So, liebe Zuschauer, damit haben Sie erstmal die neuesten aktuellen Informationen ja, von der Talsperrenstraße zwischen Dips und Paulsdorf. Und ich hoffe, Sie kommen trotzdem gut durch hier immer. Umwege und Umleitungen sind natürlich ausgeschildert. Geschichten aus der Stadt- und Bärenapotheke Freital mit Professor Tatze. Ah, vom Milchzahndöschen bis hin zu den Dritten und für die Zeit dazwischen Zahnpflegeprodukte. Gut, dass es eine Apotheke gibt.
Bitte bleiben Sie gesund. Das wünscht Ihnen Ihr Professor Tatze von der Stadt- und Bärenapotheke Freital. In einem Teil des ehemaligen Berufsschulzentrums Dippoldiswalde sind jetzt ukrainische Flüchtlinge untergebracht, größtenteils Familien, das ist bekannt. Und wir wollten Ihnen aber schon lange mal zeigen, wie sie untergebracht sind. Es war eine kleine Odyssee, um diese Drehgenehmigung zu bekommen und auch die Interviewpartner. Wir haben lange gebraucht, aber letztendlich haben wir es geschafft und diesen Beitrag möchten wir Ihnen jetzt zeigen. Das ehemalige Berufsschulzentrum in Dippoldiswalde soll genutzt werden, um Flüchtlinge aus der Ukraine unterzubringen. Die Liegenschaft wird in den kommenden Wochen ertüchtigt, sodass die Gebäude im Verlauf des kommenden Septembers belegt werden können. So stand es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes SOE vom 23. August 2023. Noch bevor die ersten Flüchtlinge in Dips einzogen, wollte FRM-TV darüber berichten. Wir wollten wissen, wie die Unterkunft ausgestattet ist und was den zukünftigen Bewohnern für staatliche Leistungen zustehen. Am 6. November bekam die Pressestelle des Landratsamtes die Fragen per Mail mit der Bitte um Drehgenehmigung vor Ort mit entsprechenden Interviews. Nach mehreren Nachfragen gab es dann am 21. Dezember tatsächlich die Möglichkeit, im Objekt zu drehen, ganze 46 Tage nach der offiziellen Anfrage. Frau Yvonne Böhme, die Beauftragte für Integration und Migration, und Thilo Georgi, Amtsleiter des Sozial- und Ausländeramtes, waren nach Dips gekommen, um die Fragen zu beantworten. Ja, ein herzliches Willkommen in einem Gebäude hier in Dippoldiswalde, in einem Raum, der vielen Dippoldiswaldern sicherlich noch bekannt sein wird, in der Mensa des Berufsschulzentrums Dippoldiswalde. Heute ist es keine Mensa mehr, heute ist dieser Raum ein Aufenthaltsraum für vertriebene Menschen aus der Ukraine, die seit Mitte November in Dippoldiswalde eine befristete neue Heimat gefunden haben. Ein Gebäude des Berufsschulzentrums wurde von der Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft Sächsische Schweiz hergerichtet für die vorübergehende Unterbringung von Vertriebenen aus der Ukraine. Das Deutsche Rote Kreuz ist mit der Betreibung dieser Einrichtung betraut und seit 15.11. werden hier Menschen untergebracht. In der Zwischenzeit sind es 73 Personen, die die Einrichtung hier belegen. Sie haben alle das Ziel, eine eigene Wohnung in Deutschland zu finden. Es handelt sich bei diesen Personen um vorwiegend kleine Familien, Frauen mit Kindern, Frauen mit Kind, Paare, Paare mit Kind, mit Kindern. Es ist auch ein Großelternpaar mit dabei. Es sind alles Personen, die nach Deutschland gekommen sind und hier bisher keine Unterkunft gefunden haben. Normalerweise sind die vielen Personen, die aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet sind, bereits mit Wohnraum versorgt. Auch in unserem Landkreis gibt es seit Kriegsbeginn insgesamt jetzt 3.285 Vertriebene aus der Ukraine, von denen fast 90% eigenen Wohnraum durch bekannte Verwandte oder eigene Initiativen gefunden haben. Wir hoffen, dass die Personen, die jetzt hier vorübergehend untergebracht sind, in Kürze auch eigenen Wohnraum finden. Ja, die Vertriebenen aus der Ukraine, die nach Deutschland gekommen sind, erhalten seit Juni des Jahres 2022 die gleichen Leistungen wie die deutsche Bevölkerung, die Leistungen vom Jobcenter erhält. Das nannte sich bisher Hartz IV, jetzt ist es das Bürgergeld. In gleicher Höhe erhalten die Vertriebenen aus der Ukraine die Leistung für den Lebensunterhalt und, wenn sie eigenen Wohnraum haben, auch für die Kosten der Unterkunft. Während die Personen noch in Gemeinschaftsunterkünften, wie zum Beispiel hier, vorübergehend leben, trägt das Landratsamt die Kosten und lässt sich dann einen Teil davon vom Jobcenter erstatten. Vermögenswerte, die eventuell im Heimatland bestehen, lassen sich von Deutschland aus schwer prüfen. Allerdings sind alle Sozialleistungsbehörden angehalten, auch diese Erkenntnisse in ihre weiteren Entscheidungen einfließen zu lassen, Abfragen durchzuführen. Gleichwohl ist es schwierig, die Vermögen tatsächlich hier anrechnen zu können. Wir wollten natürlich auch wissen, wie die Flüchtlinge aus der Ukraine hier leben. Vollpension mit allen Annehmlichkeiten? Nein, so ist es nicht.
Die Leute versorgen sich hier selbst, die gehen selber einkaufen, die haben in ihrem Zimmer jeweils einen Kühlschrank und die haben eine Erstausstattung an Besteck, Geschirr und so weiter bekommen und kommen dann mit ihren Zutaten, ihrem Topf, ihrer Pfanne, ihrem Messer, wie auch immer, in die Küche, in die Gemeinschaftsküche und können dann hier ihr Essen zubereiten. Und jeder kocht für sich weitestgehend selbst. Eingenommen kann das Essen dann draußen im Gemeinschaftsraum werden, in der Mensa. Oder manche nehmen ihre Sachen dann auch mit aufs Zimmer und essen da. Das den Leuten natürlich freigestellt. Also die Unterkunft ist quasi nur ein Übergang, bis Wohnraum gefunden wird. Da stellt sich natürlich die Frage, gehen die Flüchtlinge auch wieder zurück in ihre Heimat? Bleiben sie für immer hier? Also wir wissen natürlich nicht, wie viele der Menschen aus der Ukraine dann tatsächlich hier in Deutschland bleiben. Es sind sehr viele gut ausgebildete Leute hierher gekommen, auch sehr viele junge Leute, wo wir denken, dass wir die für unseren Arbeitsmarkt wirklich gut auch gebrauchen könnten und gut einsetzen könnten. Wir wissen allerdings natürlich nicht, wer von den Leuten bleibt dann tatsächlich langfristig da, wie sieht die Perspektive aus. Es gibt eine Erhebung, da gab es bundesweit so eine Befragungen immer mal wieder. Und da ist die Aussage gewesen, dass ungefähr ein Drittel der Ukrainer da bleiben möchte. Ein Drittel möchte definitiv wieder zurückgehen. Und das dritte Drittel ist quasi noch unsicher, wie die Perspektive ausschaut. Das wird sich sicherlich mit dem Verlauf der Situation im Heimatland auch noch mal, kann sich das natürlich auch noch verschieben, je nachdem, wie lange dieser Konflikt und die Probleme dort andauern. Je länger die Leute hier sind und je mehr sie hier eine Perspektive und Integration gefunden haben, desto weniger werden vielleicht auch wieder zurückgehen. Aber da gibt es keine gesicherten Zahlen darüber. Wir gehen davon aus, dass am Ende vielleicht ungefähr die Hälfte da bleibt. Aber das ist Schätzung. Wie sehen die Zimmer aus, in denen man Tage, Wochen oder sogar Monate leben muss? Valeri und Maria waren so freundlich, uns ihr Zimmer zu zeigen. Danke auch an die freundliche Dolmetscherin. Hallo. 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 Привет, Валерий. Здравствуйте. Привет, Мария. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Валерия und Maria sind seit 4. Dezember bei uns in der Gemeinschaftsunterkunft die Poldiswalde angekommen. Und wie fühlt ihr euch? Ну, довольно-таки неплохо. Есть определенные сложности, но мы уже здесь сколько? 3 месяца, ну, уже практически. А здесь, конкретно в Депольдисвальде, мы 3 недели. Naja, es gab anfangs Schwierigkeiten, wie man das auch gut sehen kann, aber sie gewöhnen sich langsam dem Ganzen. Sie sind seit 3 Monaten hier in Deutschland und seit 3 Wochen auch bei uns in Depolde-Svalde. Да, ну как видите, условия не самые лучшие, но если учитывать то, что мы бежали от войны, то приемлемы. Поэтому хотели бы выразить благодарность государству и немецкому населению. Naja, die Umstände, wie man sieht, sind nicht perfekt, beziehungsweise alles andere ist perfekt, aber dafür, dass wir von Krieg geflohen sind, ist das natürlich eine große Dankbarkeit dahinter und wir wollen uns auch dem Land Deutschland bedanken für die Aufnahme. Кем ты учился? Кем работал? Кем только я не учился. Изначально учился, ну, я параллельно играл в футбол с самого детства и изначально учился на финансиста, но понимал, ну, это выбор, наверное, больше родителей был, нежели мой. А после этого, более уже зрелом возрасте, выбрал тренерство, как бы продолжил футбольную стезю, так говорится. Er hat sein Leben, ganzes Leben lang schon als Fußballspieler gespielt, hat aber auch die Lizenz A als Fußballtrainer in der Ukraine erlangt und könnte natürlich entsprechend hier auch arbeiten. Die Anerkennung von Berufsabschlüssen ist teilweise schwierig, aber nicht nur bei Ukrainern, das ist generell so bei ausländischen Berufsabschlüssen. Das Thema haben wir bei Asylbewerbern zum Beispiel und anderen Migranten genauso. Je nach Berufszweig kann das sehr, sehr lange dauern. Also bei Ärzten zum Beispiel ist der Anerkennungsprozess am kompliziertesten und am langwierigsten, weil die müssen dann noch diese Fachspracheprüfung und so weiter. Also es ist sehr, sehr aufwendig, kann man beim Arzt aber auch verstehen. Es gibt Berufszweige, da ist es nicht so kompliziert. Bestimmte Bereiche im Handwerk zum Beispiel oder in technischen Berufen, da ist die Anerkennung einfacher. Also als erstes lassen die Leute in der Regel ihre
Abschlüsse übersetzen. Und dann gibt es eine Fachstelle in Dresden, wo man das einschicken kann oder eben sich hinwenden kann. Und die kümmern sich dann darum. In dem Objekt hier ist die Besonderheit, also das wird vom DRK betrieben. Hier haben wir ein bisschen ein anderes Konzept. Hier haben die Leute nicht nur einen Platz zum Wohnen, sondern hier findet auch gleich noch eine besondere Form der Beratung und Betreuung im Hause statt. Das ist sehr praktisch für die Leute, wenn sie neu kommen. Sie müssen sich also nicht zu Beratungsstellen irgendwo hinbewegen, sondern es gibt hier die Damen, die hier im Haus arbeiten, gemeinsam mit dem Heimleiter, beraten die Leute vor Ort. Die Mitarbeiterinnen sind fast alle russischsprachig auch und können eben helfen bei den ersten Anträgen ausfüllen und ähnliches. Die sind ja gleich beim Jobcenter. Müssen also den Bürgergeldantrag ausfüllen, der ja sehr, sehr umfangreich ist, Kindergeldformulare und so weiter, weil hier sind sehr viele Familien auch mit Kindern untergebracht und da gibt es eine Menge behördlichen Papierkram zu erledigen und das ist halt schön, dass denen hier gleich im Haus geholfen werden kann. Ja, das war das FRM Regionalmagazin für diese Woche. Nächste Woche, wie gesagt, geht's los mit dem FRM Wintergrillen beim Karnevalsverein Possendorf. Darauf freue ich mich schon sehr und es soll ja auch richtig kalt werden. Naja, ist halt Winter. In diesem Sinne, kommen Sie gut über die nächste Woche, über den Winter, über die Kälte. Ich sage Tschüss, Ihr Matthias Wagner.